liebe Videofreunde. So, nachdem wir ja gestern einen schönen, relaxten Tag hier gemacht haben, auf dem Campingplatz Lavanda, haben wir uns jetzt entschieden, heute weiterzufahren. Michael hat gerade bezahlt, kommt gerade zurück vom Bezahlen. Und wir haben uns jetzt entschieden, nach Korčula rüberzufahren auf die Insel. Und mal gucken, ob wir dann noch einen schönen Campingplatz finden. Ja, und wollen uns mal diese kleine Insel bzw. auch dieses Städtchen bisschen näher anschauen. Dubrovnik müssen wir leider ausfallen lassen, weil man kommt nach Dubrovnik nur mit dem Bus. Es gibt dort in der Nähe irgendwie keinen Campingplatz, sondern man muss dann mit dem Bus reinfahren. Und das wollen wir unserem Hund halt einfach nicht antun in der Wärme und dann mit dem Bus. Und Stadthund ist es sowieso nicht. Er geht sehr ungern in die Menschenmassen und dann haben wir uns das überlegt, dann lassen wir das leider ausfallen. Ist halt so. So, jetzt kommt Michael und sagt uns gleich die Preise. Knapp 35 Euro am Tag mit allem. Also, ihr habt es gehört, falls nicht, knapp 35 Euro, alles inklusive am Tag für diesen Campingplatz. Der Campingplatz ist super zu empfehlen. Der hat hier 7 Jahre dran gebaut an diesem Platz. Das ist richtig in eine Felswand reingebaut. Sehr, sehr sauber. Tolle sanitäre Einrichtungen. Picobello mehrmals am Tag geht da eine Reinigungskraft durch. Und es ist immer alles richtig schön sauber. Wir haben jetzt natürlich Vorsaison. Aber ich glaube, dass die ja auch wirklich sehr viel Wert drauf legen. Also das Lokal hatte recht anständige Preise, muss man sagen. Es war nicht so billig, fanden wir. Aber ja, gut. Alles andere war super, ne? Ja. So, jetzt geht's weiter.
Musik.